Mir wurde das Bein gebrochen und bin direkt gestorben. Darn it. I can't get the numbers to line up. The taxes are coming in. They're checked and processed, but the actual storage volumes don't match. Either someone's been way sloppy with the books, or stuff is going missing. I need to make sure. Im Haus hier ist es. Oben. Wo ich eben schon war. So I've been keeping note of everything we found. And there's definitely something going on. It's like the administration is, I don't know, divided, pulling in different directions. Could just be because the bosses aren't here to take charge. Da hinten? Da hinten? Das ist am nächsten. Look, have you noticed that some of the guards are wearing these blue neck scarves? Maybe they're just cold? It is windy up here. Maybe. They're kind of distinct is all. Sorry, I guess I'm overthinking everything. Bin ich schon ein rotes gefunden? Hätte jetzt gedacht, dass das rote zu den Red Sparrow, wie heißt das? Red Swallows gehört? Oh, Luke dropped his binder. Always in a hurry. I wonder if he's been keeping notes for... But... What's this supposed to mean? Na was denn? Was hat er jetzt entdeckt? Red doch mit mir. Ah, here. Marina wrote this before she left. Said she needed to get it off her chest. Apparently, some of the other guards have been grumbling about the administration. Specifically about Mr. Patrashku. But she didn't have time to figure out why. It's a lock of her hair. Yeah. She gave it to me before she left for Chernosk with Mr. Patrashku. And Mrs. Savinsek. It's, you know, kind of a soldier's tradition. But the other way around, I suppose. Eine Locke mitnehmen. Ich habe das schon mal irgendwo gehört, ja. Jetzt müssen wir also noch da hinten hin.
Und denn hier in Ecke geschissen? Zeltlager, das wird wahrscheinlich für die neue Ankömmlinge sein. People, but how many people does it need? They crowd together here as in Atlas Park. Even if we succeed in our mission and save these poor bastards, they have years of work ahead of them. Was ist wirklich passiert? Die erste Theorie, die auch zu den Nachrichten passte, war, dass irgendeine Art Erreger oder Gas in der Luft den Wahnsinn verursacht hätte. Als es aber auch Menschen in ihren Verstecken traf, die außerdem Schutzkleidung trugen, hatten wir auf daran zu glauben. Fest steht, wir haben die Welt, wie wir sie kennen, an diese Verrückten verloren und wir wissen immer noch nicht, warum sie verrückt sind. Wenn es kein Erreger ist, dann glaube ich doch fast wieder an die Idee, dass es irgendwie so eine Art Funkwellen oder so sind, weil die können natürlich die Schutzanzüge durchdringen. Boah, erstmal gucken, was hier im Scheißhaus ist. Got into an argument with Carl. And he waved his old badge in my face like it means something. Bet you anything, he was the type of cop who'd stomp on a handcuffed man's back while telling him to stay calm. War ich jetzt an dem Gebäude hier? Ich bin neugierig. Nein, war ich nicht. I can't believe it. Those bastards took the stuff. But then they refused to even talk to me. Told me to go back and kiss Savinsek's ass. I have no idea why she's even bothering with them. But she wants me to keep trying. He's sold many different things in his life. Cars, insurance policies, watches, both genuine and not. Packs of lies. Had a way out at all times. Kept his best friend out of it. Not because of fear of judgment, but because he was innocent. Wäre hier eine Falltür? Natürlich. Geht's doch irgendwo hin. War abgeschlossen. Da brauche ich irgendwas, um die aufzubekommen. So eine Brezel. Hä? Ah, jetzt. Hm, das reicht nicht. I hate lying to Simon, but he's too soft and ever loyal to Patrashko. I can see why. Sure, the old guy is easy to like. Savinsek has the right idea, though. Can't build a new world if everyone's arguing about how to do it. Ja, ist natürlich auch was dran. Wenn so viele an einer neuen Welt arbeiten oder in einer neuen Stadt arbeiten wollen, kommt man schlecht auf einen gemeinsamen Nenner, wenn zu viele unterschiedliche Ansichten vorherrschen. Wie kommen wir jetzt da rein? Später erst. Mal wieder da auch. Moment, ich habe was übersehen. Wow. Warum bin ich jetzt so drum gegangen? Come on, where is she? It's bad enough I have to go visit those nutcases down below. At least the delivery could be on time. They really do give me the creeps. I'm going to run out of smokes at this rate. This could bring down Eagle View, Simon. You know that. It's too late. Revealing it now will tear us apart. What about Patrashko? He doesn't have what it takes. I'm sorry, okay? I'm sorry. Das jetzt wegschmeißen? Tatsache.
The truth, capital T, is a powerful thing. The evidence may be destroyed, but they'll still remember. War das eben meine eigene Stimme? Also von dem Spieler? Hm. Was habe ich dadurch jetzt gewonnen? Jetzt. Okay, ich darf jetzt wieder weitersuchen. Selbes Gebiet, neue Gegenstände. Yeah, man, for real. I went down to check all kinds of weird religious mumbo jumbo. But I tell you what, a lot of it makes sense. Like how we're not letting in everyone, but we're still letting in the wrong people. Something needs to happen. Get me? Dahinter. Da unten. In den Häusern. Im Haus. Erstmal hier lang. So ein Molotow-Cocktail. Okay, this is getting creepy. All weapons are supposed to be locked up in the barracks, and we don't keep this kind of riot shit in the first place. Someone here has been making petrol bombs, and they better hope we don't find out who they are. Gut, war ja eigentlich auch nicht so übersehen, dass das Molotow-Cocktails sind. The tank all filled up, Councilman? Oh, Artem, yes. We're well stocked. With the proper rationing, this should last us a while. Great. Let me know if you need me and the boys to take a trip in. Siphon some more cars. Das reinste Suchspiel hier. Listen up, everyone. We'll be storing most of our freshwater supply in this tower. But the seals are a bit loose. In other words, be careful when you draw water or you'll flood this whole part of Eagle View. Repairs are underway, so don't worry. Was ist denn das Kleine da? Das ist ziemlich weit hinten. Stimmt, das war ja da hinten, diese Fratze. Now what the hell are they doing down there? Arts and crafts? They're making themselves look silly with all this latest nonsense. And Farid should know better than that. Nobody's gonna take him seriously if this keeps up.
Ach, das, was ich nicht lesen konnte. So someone went and nailed this up in the middle of the night. Right. It's full of, well, accusations against Eagle View. Says oppressors right there and corruption and Yeah, I see it says heretics. Nie vergessen, was zu übersetzen? Oder ist das Absicht? City Hall of a sort. This is where Petrashku's and Savinsek's hand-picked delegates have been pulling strings in their absence. Strings and baited hooks. Latest report is in. Looks like Farid is losing influence over his little sewing circle. Bet you anything they're missing the comfort by now. Kind of shame, really, but at least they'll all be home soon. I'm not alone, of course. We are all drawn here by the idea of Petrashku's new society, and some of us won't let go of that because times are tough. We're better off here than anywhere else, and they'll see it eventually. These names are my weapon. He worked for Chernovsk City Hall for 8 years. A popular politician with a gentle voice and roots on the ground floor of society. There was nothing he liked better than to gather names, to see support and unity so clearly summarized. Mögliche Ausdehnungen? Mr. Petrashku möchte, dass wir in Erwägung ziehen, in die alte Klippenstadt zu expandieren. Dort ist es garantiert feucht und windig, aber vielleicht können wir sie als Lagerplatz verwenden, nachdem die momentane Rohstoffkrise überwunden ist. Die Klippenstadt steht unter Denkmalschutz, aber solche Dinge werden momentan hinten angestellt. Unsere Unternehmung hier steht im Vordergrund. Warum ich eigentlich immer auf den Balkon gehe? Hier ist nie was. Genauso wie hier. Kann man auch schon mal die Türen offen lassen. So rein theoretisch. So, jetzt haben wir nur noch das kleine Dingens da unten. Na, schaffe ich das? Nein. Muss den langen Weg gehen. Das ist hier ein Schützengraben oder was? Nicht, dass ich mich hier festbagge, das wäre ganz schlecht. Oh, der kann einfach nicht ordentlich springen. Gut, dann versuchen wir es mal hier runter. Leute. Oh. Do you feel? Fühlst du das? Oder fühlst du? Look at this. What are they even trying to say, huh? That they're angry with us? I can't blame them, but vandalizing a town like this ain't gonna help for shit. Artem! The storage! If the flames reach the fuel tank! I'm on it! We've got the water right next to it! Just get the others out of here! Okay. Sind Sie den Tank? Was soll ich gerade machen? Den Tank vor, das ist ein Gastank oder ist das ein Wassertank? Hier! Wow! Out of goddamn nowhere!
Who was that asshole making the speech? And where the hell is Farid? Ah, jetzt öffnet sich das von alleine. I couldn't have imagined. All those voices crying out, those half-finished and scrambled emotions. Where do you go from here? Oh, wir haben die ganze Stadt gelöscht damit. Ist ja wahrscheinlich abgehauen, Farid. Durch diese Tür. Oh Gott, neue Gegenstände. Die sind alle, aber die werden alle unten sein. Das hier? Und erstmal wieder das Gebäude finden mit der Falktür. Ich dachte, das müsste das hier sein. Aber nee. Das war doch irgendwo anders. Kann hier nicht richtig reingucken. Hier kommt man ja eh nicht rein. Sei denn. Ja, es sei denn. Dann geht's rum. Hey, so this is where it's all going. Petrescu's cargo. The collected riches of Chernosk. Painstakingly brought all along their strange little silk road to end up in a shed in the mountains. Not that it was doing Chernosk any good. Ist jetzt nicht das, wo ich wohin wollte, aber okay, hier gibt's noch ein paar Sachen. The hydro generator up and running. Mr. Petrescu has ordered the petrol stored and saved for an emergency or used as an auxiliary power source. Problem is, the hydro can't power all of Eagle View as it stands. Oh, da habe ich einen Tank gefunden. Wassertank. Schadensbericht. Die Berichte sind niederschmetternd. 4 Menschen wurden in dem Chaos getötet und eine Person, eine Mrs. Riho Maeda, ist einfach verschwunden. Wir befürchten, dass sie vom Plateau gestoßen wurde. Es gibt zahlreiche Verletzte, darunter 2 Personen, die intensiv betreut werden müssten. Außerdem haben wir die Wasserreserven verloren und damit verbundenen Schaden erlitten, von der nennenswerten Menge an gestohlenen Rohstoffen ganz zu schweigen. Ein Augenzeuge berichtet außerdem von einem herumschleichenden Mann mittleren Alters mit goldgerahmter Brille. Die Beschreibung passt auf niemanden in Eagle View, aber wir können das gerade nicht untersuchen. Goldgerahmte Brille, ist das eine andere als das mit der schwarzen dicken Brille, die wir hier gefunden haben? Oh. Da durfte ich eigentlich gar nicht rauskommen können. Ja, wenn ich die ganzen Berichte gut gelesen hätte, hier, dann, ja, wüsste ich wahrscheinlich schon, wer das ist. So, wo war jetzt dieses Gebäude mit der... Moment, das war da hinten. Natürlich. Okay. So it looks like they caused a bit of moisture damage when they let all the water out. Not to worry. I'm sure the clever people of Eagle View have a solution for this. You know, buckets or pumps. Ah, ich muss das jetzt abschöpfen. Ja klar, ich kann da jetzt nicht einfach schwimmen. Was denke ich mir denn dabei? I wonder what this place is going to look like come winter. Och, stelle ich mir auch schön vor, so eine Winterlandschaft hier. Kann ich jetzt etwa Tatsache da rein? Das wäre ja grandios. Aber warum sollte ich jetzt plötzlich hier rein dürfen? Wahrscheinlich komme ich über den unterirdischen Gang da rein. Das würde Sinn machen. Dass er sich da irgendwie... Es ist ja irgendwie was Abgeschirmtes da. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, aber... I'm Lara's father.
Lara? Young girl? Dark hair? Oh. Well, can I come down? She left her favorite sweater, you see. And I'd like to give it to her. No, I'd like very much to do it myself. Please, I just... Okay. Okay, I'm leaving. Musst du irgendwie direkt an Lara Croft denken? Oh. Die hätte auf jeden Fall geschafft, darüber zu springen. Nee, also ich komme hier nicht rein. Ich wette, ich muss jetzt doch irgendwie sehen, dass ich das Wasser abgepumpt bekomme. Und dann komme ich wahrscheinlich unterirdisch dahin. Das glaube ich jedenfalls.